Naja, genug aufgeregt für heute. Es gibt auch schöne Nachrichten. Wir haben eine neue Regierung. Aber ich bleibe unpolitisch. Und ich kann mich da an gewisse andere berühmte Let's Player nur anschließen, wenn ich sage oder wenn ich dem zustimme. Es ist egal, wen du wählst, es kommt immer die gleiche Scheiße bei raus. Es ist relativ egal. Man müsste das eigentlich selbst in die Hand nehmen, aber ganz ehrlich, dafür habe ich nicht die Muße. Dafür bin ich nicht intrigant genug. Dafür habe ich es nicht drauf, mich einzuschleimen. Dafür war ich einzuschleimen und Leute zu hintergehen und auszuspielen. Dafür war ich immer viel zu... Dafür habe ich viel zu viel Mitgefühl, viel zu viel Anstand, viel zu viel Stolz. Und ich würde es mir auch nie verzeihen, wenn ich dann irgendwie jemanden 80 Millionen Menschen was verspreche. Oder ist doch etwas so der Durchschnitt... Die Bewohneranzahl von Deutschland. Also es sei denn, wir haben es spontan entschlossen, wir eifern China nach. Oder Indien oder sowas, dann haben wir jetzt halt plötzlich 200 Millionen Einwohner, aber scheiß auf die paar. Darauf kommt es auch nicht mehr an. Jedenfalls, ich könnte mir das, ich würde damit mit meinem Gewissen einfach, ich könnte das mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren, zu sagen, es gibt keine PKW-Maut, unter meiner Regierung, unter meiner Fuchtel wird es niemals PKW-Maut, oh, jetzt gibt's doch PKW-Maut, weil es ging halt nicht anders und, weil, ihr wisst, was ich meine. Aber das war's auch schon. Ich konnte das niemals mit mir, mit meinem Gewissen, mit meinem Anstand, mit meinem, mit meinem Gewissen vereinbaren. Und deswegen muss ich halt einfach sagen, egal wen du wählst. Solange es kein FSK auf Let's Plays gibt oder, oh, guck mal, ich habe vergessen, die Settlings wegzuräumen. Solange es keine FSK-Begrenzung seitens der Regierung auf Let's Play-Videos gibt oder irgendwie man plötzlich ein Kleingewerbe anmelden muss, wenn man Let's Plays macht, ist mir das eigentlich relativ scheißegal. Wobei das Kleingewerbe eigentlich auch noch mein kleines Problem wäre. Oder Let's Plays wegen politischer Beeinflussung Minderjähriger irgendwie... total zensiert werden, dass da nur noch ein einzig langer Piepton und lauter schwarze Balken im Bild sind. Das dann würde ich auch sagen. Also Leute, jetzt reicht's aber mal hier ein bisschen hochgradig bei euch. Bei euch sind noch nicht mal alle Tassen im Schrank. Ich glaube, ich stehe ein bisschen im Gras hier. Aber solange das nicht eintrifft und es nicht irgendein Gesetz gibt, das irgendwie gegen Homosexuelle oder andere ethnische Minderheiten geht. Andere ethnische Minderheiten generell. Solange das nicht passiert. Mei. Und ich meine, dass FSK auf YouTube-Videos kommt, das dauert, wird sowieso noch ein bisschen dauern, weil YouTube und Internet grundsätzlich ist ja Hashtag Neuland. um da einen alten Gag wieder aufzugreifen. Und da braucht man sich eigentlich, denke ich, am wenigsten Gedanken machen. Wahrscheinlich größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es plötzlich irgendwie eine Steuer auf Kinder gibt, weil man plötzlich festgestellt hat, dass die PKW-Maut sich doch nicht von selbst finanziert und man irgendeine Finanzierungsquelle braucht. Und deswegen, weil wir so viele Kinder ja in Deutschland haben, führt man eine Kindersteuer ein. Wenn es das nicht schon gibt. Ich kenne mich mit Steuern nicht so aus, zugegebenermaßen. Ich bin froh, aber... Ich weiß momentan, dass ich etwa 40% meines Gehalts dafür abtrete, dass ich im Zweifelsfall einer Krankheit oder sowas, dass im Zweifelsfall oder im Fall einer Krankheit nicht die Sozialkasse zahlt. Also eigentlich schon, aber es ist so selten, dass halt trotzdem nicht, ne? Und ja, so finito mit dem ganzen Satire und Lästerei. Ich mache hier mal das Loch zu. Das ist eine gute Idee. Loch stopfen. Genau, da kommt ja gar kein Fenster hin, weil da ist dieser Balken. Wieso habe ich da nicht den Balken hochgezogen? Ist da eine Tür? Ja, da ist die Tür. Na, das macht gar keinen Sinn hier. Doch, das macht sogar einen Sinn. Jedenfalls mehr als woanders. Bäh. Jetzt siehst du mal, wie falsch ich den da gesetzt habe, hä?
siehst du mal, wie falsch ich den da gesetzt habe. Aber so was von verkehrt. Da kann ich das nämlich auch symmetrisch machen. Da geht's rein. Oh, ich bin drin. Ja, also spätestens jetzt wäre dieses Video schon, also diese Folge schon gesperrt, wenn es ein FSK auf YouTube-Videos gäbe. Naja. Naja. So. Das passt immer noch nicht. So, jetzt warte mal. Auf der Höhe. Ja. Der Pfosten würde. Wo könnte denn hin? Noch eins weiter rüber. Da könnte noch eins weiter rüber. Wie glaube ich das denn? Genau, da passt es eigentlich. Ach ja. Und heute in der Arbeit. In der Arbeit wieder so ein episches Gespräch gehabt. Am Telefon. Ja. Sie machen doch so Websachen und so Webseiten. Ja. Sie machen das, also die machen das und ja, kostet das dann was oder machen sie das umsonst? Ja, also ich weiß ja nicht, wie sie ihr Geld verdienen. Das habe ich natürlich nicht gesagt, aber ich habe mir gedacht. Aber, auch jeder, der irgendwie eine Webseite programmiert, eine brauchbare Webseite programmiert, muss er hier von irgendwas ernähren, sonst kann der Webseite ja nicht programmieren, ne? Ach so, das kostet was. Ja, dann will ich die nicht, nee. Schönen Tag noch. Das ist, oh. Bei diesen Menschen, also, Kreativleistung wollen die alle hinterhergeschmissen haben. Die wollen das Beste für nichts. Und davon noch viel. Das ist einfach so eine Unverschämtheit, aber da muss man sich dran gewöhnen. Das ist. Ja. Gott, ich bin heute voll Depri. Voll sauer, voll hassgeladen. Hass auf diese primitive Kultur. Sie ist es nicht wert zu existieren. Diese Menschheit. Ja, warte mal, du bist auch ein Mensch, na und? Naja, immerhin stelle ich mich nicht hin und beglubsche einen, der irgendwie bewusstlos am Boden liegt. Haben wir denn zufällig noch irgendwo eine Cobblestone-Treppe? Nö. Nö, überhaupt nicht. Nö, gar nicht. Nur noch 10 Stück. Wunderbar. Das Brot brauchen wir jetzt gerade nicht, aber das da brauchen wir. So. Ja, sehr schön. Das wird doch langsam. So. Und dann. Lass mir überlegen. Also hier könnten wir dann eine Wand ziehen, die mache ich dann aus Holz. Denke ich. Hier unten ist alles aus Stein, dann kann ich da oben ein bisschen Holz einbringen. So feelingmäßig, wisst ihr. Weiße, ja. Ja, aber jetzt muss ich erstmal das Dach machen. Wobei. Trapdoors. Ich muss mal ein bisschen Graffel ablegen. Ach ja. Hatte ich nicht noch irgendwo Glasscheiben? Sieht gerade irgendwie nicht so aus, wa? Dann nehmen wir einfach das hier. So, das reicht jetzt jedenfalls mal für die nächsten 30, 40. 50 Fenster. So, wunderbar.
Sehr schön. Dann könnte ich hier links und rechts eigentlich auch noch ein Fenster reinhauen. Das würde doch ganz schön kommen, so. Würde auch schön passen. So. Auch nochmal eins. Ja, das ist schön. Das ist... Ja, geht schon. Ja, das geht schon. Das geht. Ist die Frage, wie hoch ich die mache, aber wahrscheinlich muss ich die auch zwei hoch machen, weil das Hausdach ist dann auch erst auf der Höhe da oben. Also muss man da auch hochhupfen. Jetzt hat er. Zu blöd, um eine Treppe zu platzieren. Atmen kann ich aber noch. Ja. Das gefällt mir. Ja, ja. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Nein. Das ist die Frage. Zwei hoch oder eins? Gute Frage. Nächste Frage. Fragen Sie nicht zu viel. Fragen kostet was. Zwei hoch oder eins hoch? Ich fürchte... Nein, da muss eins hoch hin. Sonst wird es zu offen. Da braucht man ja gar keine Tür mehr. Oder doch zwei? Wenn ich zwei mache... Ich mach zwei und stell die Treppe da umgekehrt hin. Habe ich da so ein Fenster stehen lässt? Nein! Eben nicht so, sondern... Das guckt auch doof aus. Ich mach das mal das erstmal gar nicht. So, finito. Keine Entscheidung treffen ist die beste Entscheidung. Das haben wir auch in unserer aktuellen Politik wieder und wieder gemerkt. Man wird wiedergewählt, wenn man nichts macht. Sorry. Ja gut, dann würde ich mal fast sagen, oh, ich mache hier mal den Abgang, also ich mache jetzt nicht den Abgang, aber ich mache den Abgang mal hier zu oben, meine ich. Ich also nicht, dass ich jetzt den Abgang mache, also im Sinne von abgehen, weggehen, Abgang machen, also wegfliegen, abziehen, wegzischen, so weit, sondern hier den Abgang fertig machen, dass wir da mal ein bisschen was zu haben. Und das ist die Frage, ich glaube, da mache ich Cobblestone Slabs. Nehme ich da hier und mache das so ein kleines Flachdach. Ey, Cobblestone haben wir ja inzwischen genügend. Seitdem wir da unten ein bisschen gefarmt haben. Ja, das reicht. Komm, das reicht jetzt aber wirklich. Jetzt reicht's! Wir brauchen nicht zwei Äxte, drei Äxte. Zwei Äxte reichen völlig. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Was wir bräuchten, wäre das da und das da und vielleicht das Holz. Und das war es jetzt erstmal. Und es wird schon wieder Nacht. Willst du mich verarschen? Quatsch. So, lassen Sie mal sehen. Lassen Sie uns mal sehen hier. Ja, Mist. Mist und so, ne? Ja doch, das geht schon. Ich muss ins Bett. Aber pronto, pronto. Oh, dieses Plopp-Geräusch, wenn die Hühner mal ein Ei legen, das finde ich so süß. Süß. Ich finde das so süß. Ja, mir geht's gut. Glaube ich.